ist einfach ultra viel passiert. Also wirklich, das kann man fast gar nicht zusammenfassen. Damit habe ich ein bisschen Schwierigkeiten. Ja, dadurch habe ich andere Deutsche kennengelernt. Und wenn ich ultra sage, meine ich damit so 10 Stunden die Woche. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Also es ist ja genau das eingetreten, was ich vermeiden wollte. Ich habe nicht gebloggt, ich habe keine Videos geschnitten, ich habe einfach gar nichts gemacht. Ich war einfach so beschäftigt mit so allen Sachen und irgendwie mein Leben hier halbwegs hinzubekommen, dass ich irgendwie leider sehr, sehr wenig gefilmt habe. Aber ich wollte unbedingt dieses Monatsupdate hier machen, von meinem ersten Monat, auch das ein bisschen verspätet. Aber ja, es ist einfach ultra viel passiert. Also wirklich, das kann man fast gar nicht zusammenfassen, aber ich werde es auf jeden Fall versuchen. Freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und Hi, hier ist Felicias Katerin. Ich entschuldige mich für die Tonqualität. Ich habe eigentlich ein Mikro und habe das auch versucht zu benutzen, aber dann hat es gar keinen Ton. Jetzt sehe ich hier die Videos, die ich getestet habe, die haben jetzt plötzlich Ton auf dem Laptop. Auf jeden Fall, sorry dafür, deswegen ist der Ton nicht so gut. Das nächste Mal benutze ich das Mikro und jetzt viel Spaß beim Video. Fangen wir mal an mit dem Volleyball. Also ich habe mich mittlerweile an den Ball, würde ich sagen, recht gut gewöhnt. Und es macht wirklich Spaß. Es ist eine große Herausforderung und es hat auch oft irgendwie was mit Frustration zu tun. Aber es macht Spaß und vor allem letzte Woche habe ich jetzt so da langsam das Gefühl, ich komme da an und ich bin jetzt langsam auch wieder lauter auf dem Feld. Man lernt jetzt auch die Leute ein bisschen besser kennen. Passend dazu hat am Freitag unser erstes Conference-Spiel stattgefunden. Haben wir auch gewonnen und ja, ich durfte auch schon ein, zwei Mal, drei, vier Mal spielen. Nicht lange, aber ja, habe mich auf jeden Fall voll gefreut und es ist einfach unbeschreiblich, dass ich Teil dieses Teams sein darf, auf jeden Fall. Gucken wir mal, wo das hinführt. Ich bin super zufrieden und ich will das jetzt nicht so mega ausführlich erzählen, sonst kann ich 20 Minuten erzählen. Vielleicht mache ich dazu irgendwann nochmal ein separates Video, aber wir wollen ja so das Allgemeine hier so ein bisschen thematisieren. Mittwoch und Freitag ist Spiel und an sich läuft alles echt, echt ganz gut. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Volleyballteil. Also es ist wirklich das, was ich so mir immer erträumt habe. Die Trainer und mit den Co-Trainern und irgendwie dieses fokussierte Training, das ist einfach voll mein Ding. Ich wiederhole mich, es macht mir Spaß und es lohnt sich auf jeden Fall dafür, hier zu sein. Kommen wir zu einem weiteren Thema, was für mich persönlich eigentlich sehr, sehr wichtig ist, aber hier auch sehr schwierig für mich ist und das sind so soziale Kontakte slash Freunde. Also ich meine, soziale Kontakte entwickeln sich ja zu Freunden. Ja, damit habe ich ein bisschen Schwierigkeiten. Es ist halt auch einfach für alle, die ein Auslandsjahr machen und dieses Video gucken, es ist halt einfach was ganz anderes. Ob man auf einer Highschool ist oder auf dem College auf einer Highschool, ist man vielleicht eher so Thema und die Leute kennen einen. Auf dem College kennt einen halt keiner. Man geht halt in seine Class, sitzt da, macht den Unterricht und geht halt wieder. Und um ehrlich zu sein, ist da auch nicht so viel Zeit, irgendwie Leute kennenzulernen. Manchmal so ein bisschen so durch Gruppenarbeiten, aber ich meine, insgesamt sehe ich also auf dem Campus so in den Classes so 60 Leute vielleicht höchstens. Ja, weil ich auch nur zwei Kurse Präsenz habe. Auf jeden Fall fällt mir das irgendwie noch sehr schwer. Ich habe schon mit einigen Leuten gesprochen, aber ich glaube, ich bin, oder nicht, ich glaube, ich weiß, ich bin ein Mensch, der sehr schnell abschätzen kann, ob ich so mit Leuten kann oder nicht. Ich brauche auch nicht lauter Bekannte hier. Also das bringt mir persönlich nichts. Ich bin ein Mensch, der so eher so engere Freundschaften bevorzugt, als viele Bekannte zu haben. Deswegen ist das noch ein bisschen schwierig. Was halt auch noch dazu kommt, ist halt, Amerikaner sind irgendwie ultra unzuverlässig. Also wirklich ein anderes Level an unzuverlässig. Und ja, es ist was auch krass, es ist so ein bisschen so ein Klischee, sind so Lästereien. Also zumindest, was ich hier mitbekommen habe, ist, dass die Menschen wirklich über die kleinsten Kleinigkeiten lästern und so 5 Minuten später mit der Person, über die sie gerade noch geredet haben, so voll auf Best Friends sind. Also es ist teilweise sehr komisch, daneben zu stehen. Und es sind vor allem teilweise Themen,
oder Sachen, über die geredet wird, über die mache ich mir noch nicht mal Gedanken. Also die interessieren mich gar nicht. Ja, das ist auf jeden Fall mir sehr schnell aufgefallen, schon sehr, sehr, sehr am Anfang. Und ich finde das irgendwie sehr merkwürdig. Als ich mein letztes Update hier gedreht habe, kannte ich wirklich bis auf meine Mitbewohnerin und mein Team niemanden. Und das ist mir schon so sehr schwer gefallen. Und dann hatten wir so diese International Orientation, von der ich auch kurz in dem anderen Video geredet hatte, dass die am Montag ist. Da war ich dann, die Orientation hat einem irgendwie nicht so viel gebracht, was so, oder generell hat es nicht viel gebracht, weil, das war so mäßig, man ist da hingekommen, gab es was zu essen, was zu trinken, dann musste man aber auch direkt in so einen Raum, dann wurden einem da ein paar PowerPoints gezeigt, ein paar Vorträge gehalten und dann gab es eine Group Activity, die war einfach 10 Minuten lang, wo man so in extra Gruppen aufgeteilt wurde, was heißt, man hat so mit 6 Leuten geredet, so ein Spiel gespielt für 10 Minuten und dann ist man wieder reingegangen, dann gab es nochmal einen Vortrag und hat dann am Ende hat man diesen Tuberkulose-Test gemacht, also so wirklich sprechen konnte man auch da mit Menschen nicht wirklich, da habe ich 2-3 Leute kennengelernt, so ein bisschen mit denen geredet, aber es hat sich dann auch sehr schnell verlaufen. Aber dann habe ich jemanden Deutschen kennengelernt auf der Orientation und ja, dadurch habe ich andere Deutsche kennengelernt und jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, weil die verstehen mich. Mein kleiner Spaß. Auf jeden Fall liebe Grüße. Irgendwie dieses Gefühl zu haben, okay, hier sind noch andere Menschen, die ich kenne, die ich nett finde, hat mir so ultra geholfen, hier anzukommen. Ab dem Punkt habe ich mich sehr, sehr, sehr viel wohler gefühlt. Ansonsten haben wir dann mit meiner Mitbewohnerin noch so Jungs vom Baseball kennengelernt, also nicht von unserem College, sondern von woanders. Die wohnen aber auch halt bei uns. Und so in den Classes, wie ich ja schon gesagt habe, läuft es nicht so gut. Meine sozialen Kontakte sind sehr eingegrenzt, aber ich bin sehr froh um die, die ich so zumindest ein bisschen habe. Und mit meiner Mitbewohnerin verstehe ich mich ja auch sehr gut. Aber natürlich vermisse ich irgendwie dieses was machen und irgendwo hingehen. Das ist auch ein bisschen schwierig, weil alles so ultra weit weg ist. Und einfach sozusagen, hey, komm, lass mal das und das machen. Aber wir gucken mal, wo das Ganze hinführt. Aber so mal so ganz ehrlich, ich glaube, es ist ultra schwer, so Freundschaften, also amerikanische Freundschaften zu finden, die so sind wie in Deutschland, weil die Mentalität einfach eine ganz andere ist. Und ich glaube, so mit deutschen Leuten, die hier sind, kann man das sehr wohl, weil es ist halt so das gleiche Denken und alles. Aber ja, ansonsten Es ist einfach eine andere Kultur, eine andere Mentalität, anderes Denken. Und ich glaube, so dieses beste Freunde, wie ich mir das, oder muss ja noch nicht mal beste Freunde sein, enge Freunde, wie ich mir das vorstelle, ist, glaube ich, hier ziemlich schwierig zu finden. Aber ja, liebe Grüße an alle meine tollen Freunde aus Deutschland. Ich vermisse euch. Ja, aber es ist immer sehr, sehr, sehr amüsant, sich mit anderen Deutschen, die hier sind, auszutauschen, so über diese Unterschiede. Es ist teilweise einfach echt witzig. Das Witzigste, was mir einfach passiert ist, war am Pool. Da haben wir noch jemanden so aus so einem Baseballteam kennengelernt. Und dann war seine Frage so, aber wie viele sprechen denn dann eigentlich so Deutsch? Also sprecht ihr Deutsch oder Englisch dann? Und wir waren so... Was? Also, hä? Natürlich sprechen wir alle Deutsch. Und dann so, ja, aber wie könnt ihr denn alle Englisch? Und wir so, ja, das haben wir in der Schule gelernt. Aber natürlich sprechen wir zu Hause Deutsch. Ja, auf jeden Fall war witzig. So, ich würde sagen, dann nächstes Thema ist Schule. Also, ich habe folgende Classes. Ich habe Business, Stressmanagement, Sportpsychologie und eine Counseling-Class. Die müssen alle international machen. Ja, eigentlich sind die alle interessant. Okay, die Counseling-Klasse nicht wirklich. Aber zum Beispiel die Sportpsychologie-Klasse ist ultra zeitaufwendig. Und wenn ich ultra sage, meine ich damit so 10 Stunden die Woche. Und ich sehe da leider nicht so ganz die Erfolge, deswegen ist es ein bisschen deprimierend. Es ist zwar halbwegs interessant, aber es geht mir sehr auf die Nerven, dass ich dafür so viel machen muss, auch vor allem am Wochenende und irgendwie die ganze Woche daran denken muss. Ich muss sagen, meine Business-Class, die ist echt recht einfach. Da gut viele Punkte zu bekommen, weil man immer auf alle Aufgaben und sowas immer einen zweiten Versuch hat. Das Buch ist mega interessant geschrieben, also ich mag die Klasse auf jeden Fall. Was heißt interessant geschrieben? Es ist so geschrieben, dass man es versteht. Und ja, ich mag den Professor auch, der ist immer voll gut gelaunt und so, hat voll die lebensnahen Beispiele. Das war, glaube ich, kein deutsches Wort. Dann die Stress-Management-Klasse ist ultra entspannt, also da müssen wir echt fast gar nichts für machen. Wir machen halt andauernd so Gruppenarbeit, das ist einfach nur so reden und dann am Ende das kurz vorstellen. Das ist wirklich sehr einfach.
Ja, genau. Und diese Counseling-Class, die ist halt Beschäftigungstherapie, würde ich das nennen. Es ist wirklich so, man macht unnötige Aufgaben. Aber ich meine, die ist im Oktober irgendwann zu Ende. Also von daher ist okay. Ein, zwei Sachen sind auch echt ganz interessant, die man da so lernt, weil es ist ja quasi dafür, dass man als Internationaler hier so das System versteht und weiß, wo man sich, an wen man sich wenden kann und wie alles funktioniert. Aber teilweise weiß ich das schon, teilweise denke ich mir so, ja komm, guck's halt schnell im Internet nach. Das sind teilweise schon sehr unnötige Aufgaben, für die man dann halt Zeit aufbringen muss, um das zu machen. So insgesamt muss ich halt recht viel lesen, aber ja, es ist alles gut machbar. Also es ist jetzt nicht so, dass ich voll gestresst bin, weil ich auch immer gut vorarbeiten kann. Genau, ansonsten sieht so mein Wochenplan so aus, dass ich habe immer Montag bis Donnerstag 9.30 Uhr bis 10.45 Uhr Class, dann habe ich von 11 bis 1 Training und dann habe ich ab 1 auch frei. Also es sei denn, wir haben Spieltag, aber da habe ich dann einfach komplett frei und deswegen lässt sich das alles sehr, sehr gut bewerkstelligen, aber ich glaube, ich bräuchte noch mal so ein bisschen mehr diese Abwechslung durch Soziale oder so. Aber dafür habe ich halt die Möglichkeit, dass ich immer vorgearbeitet habe, dass ich auch so voll spontan einfach sagen kann, okay, nee, komm, jetzt gehe ich mit dahin oder weiß nicht was. Aber es wäre irgendwie noch ein bisschen, es würde das Ganze ein bisschen mehr erfüllen, würde man irgendwie noch so ein bisschen mehr was machen. Ja, das vermisse ich ein bisschen, aber wir gucken mal. Ich meine, es war Monat 1. Was sich da so entwickelt und wie das alles so wird. Bisher bin ich eigentlich ganz zufrieden so mit der Situation. Also, so, das sind so die drei Rubriken, die ich mir jetzt so ausgesucht habe. Aber ich kann dann noch so ganz kurz so irgendwie über das Essen reden. Also ich ernähre mich vegetarisch, vielleicht für einige interessant. Das ist hier auf jeden Fall sehr anders. Gibt voll oft auch nichts Vegetarisches. Aber wenn man selbst kocht, ist es auf jeden Fall machbar, weil man kann ja selbst entscheiden, was man kauft. Und ich muss ehrlicherweise überraschend sagen, dass ich hier Chicken Nuggets gekauft habe, vegetarische, und die schmecken so lecker. Also so gute vegetarische Chicken Nuggets habe ich in Deutschland auf jeden Fall noch nie gegessen. Die mache ich echt super gerne. Aber wenn man so außerhalb essen geht, ist vegetarisch schon schwierig. Auch so die Fastfood-Ketten haben nicht immer was Vegetarisches und Restaurants auch nicht. Muss man ein bisschen gucken, aber wenn man selbst kocht, dann ja, kann man ja selbst entscheiden, was man einkauft. Ansonsten ist das Essen trotzdem eine Umstellung, weil so, man hat jetzt nicht so das typische Brot. Also ich habe jetzt ein Brot gefunden in meinem Laden. Ich weiß nicht, ob ich es letztes Mal schon erzählt habe. Das ist auf jeden Fall ganz gut. So Frühstück ist so das, was so am meisten Unterschied ist, würde ich sagen. Aber ja, man kriegt das alles ganz gut hin. Und es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, man kann ja auch Joghurt oder Müsli essen oder so. Essen wir in Deutschland auch, würde ich sagen. Kommen wir zum Fazit von dem Ganzen. Also natürlich wäre es schön, mehr soziale Kontakte zu haben, aber es ist okay, wie es ist. So die paar, die ich habe, ist besser als so gar keine und die Leute sind ja auch ultra nett, deswegen ist es so okay und für mich macht es schon voll den Unterschied, einfach nur zu wissen, okay, ich kenne hier Leute, auch so die aus dem Team langsam, mit denen ich so ein bisschen enger werde, einfach zu wissen, okay, die sind hier irgendwo und ja, das ist auf jeden Fall, hilft mir irgendwie schon enorm. Ansonsten so gefühlsmäßig wirklich eine Achterbahnfahrt. Also die erste Woche, so bis dieses Video, was ich letztes Mal gedreht habe, die war schon sehr hart. Und ansonsten ist halt schon trotzdem noch ein bisschen Achterbahn. Also mal das besser, mal schlechter. Vor allem, wenn so Zwischenfälle irgendwie passieren, die halt mal passieren, weil irgendwie was passiert ist, was nicht hätte passieren sollen. Oder weil halt irgendwie was beim Volleyball nicht so gut lief. Oder weiß ich nicht was. Oder irgendwie was Tolles zu Hause passiert und man so ein bisschen denkt, oh, warum bin ich nicht da? Dann ist so ein gefühlsmäßig so ein bisschen Achterbahnfahrt. Zum Beispiel letztes Wochenende war Katastrophe irgendwie. Habe ich mich gar nicht gut gefühlt. Ja, es geht hoch und runter, aber ich würde sagen, großer Teil merke ich so gar nicht wirklich, dass ich so weit weg bin. Und fühle mich eigentlich doch ganz wohl, muss ich sagen. Meine Eltern sind ja quasi nochmal gekommen, was irgendwie auf der einen Seite echt hilfreich war. Auf der anderen Seite auch so halb, aber ich muss sagen, der zweite Abschied ist mir so viel einfacher gefallen, weil ich mich schon so viel mehr angekommen gefühlt habe und schon halt so ein paar Kontakte hier hatte. Und dann war es für mich nicht mehr so schwer, irgendwie mich zu verabschieden. Also es ist mir sehr viel einfacher gefallen, obwohl ich ja wusste, dass ich die bis Dezember nicht sehe. Und davor beim ersten Abschied, ich wusste, okay, in 10 Tagen sehe ich die wieder. Das ist ein bisschen merkwürdig, aber ja, also an sich geht's mir gut. Ich werde jetzt weiter Hausaufgaben machen. Yay, ich fühle mich wie in der Schule. Und ja, freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und vielen Dank für die ganzen Abonnenten und dass ihr meine Videos guckt. Ich hoffe, ich kann euch irgendwie
bisschen helfen. Und ich schaue jetzt auch, dass ich öfter irgendwie gedreht bekomme, aber zumindest die Monatsupdates werden immer kommen. Ich schaue mal, was sich sonst so machen lässt. Vor allem, ja, wenn sich jetzt alles so ein bisschen mehr einpendelt.